Zunächst erster Schritt, ich will Ihnen zeigen, wie Agrarökonomen erklären, dass es zu diesen zwei Preissprüngen gekommen ist. Dann werde ich Ihnen erklären, was die Forschung, Stand der aktuellen Forschung international ist, im Hinblick auf die Frage, was diese Indexfonds sich da haben zu Schulden kommen lassen oder auch nicht. Und das Dritte, dann setze ich meinen Hut als Wirtschaftsethiker aber wieder auf und dann will ich Ihnen zeigen, was musste man denn wirklich tun, um wirksam etwas gegen den Hunger auf dieser Welt zu unternehmen und was nicht. Wo sind, da greife ich das auf und Frau Martinsen, wo sind Vorurteile in der Öffentlichkeit, die uns daran hindern, die Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich wichtig wären? Das ist das Programm, das Sie jetzt noch erwartet. So, ich starte also mit dem ersten Teil und habe jetzt eine Reihe von Grafiken vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, was sind so die Überlegungen, die Wissenschaftler sich angestellt haben. Was sehen Sie hier? Sie sehen den strukturellen Trend steigender Nachfrage. Und zwar habe ich Ihnen hier aufgemalt, zunächst mal, wie hoch ist der Anteil tierhaltiger Nahrung? Und dann habe ich das für zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Dunkelblau, also jeweils der untere Balken für die Länder, das ist Anfang der 60er Jahre, also vor einem halben Jahrhundert. Und der hellblaue Balken ist Ende des letzten Jahrzehnts, also vor 5 Jahren. Wie war da der Stand? Und Sie sehen, es gibt ein Land, wenn wir ganz unten anfangen, die USA, die sind das einzige Land, die mittlerweile weniger tierhaltige Nahrung zu sich nehmen als vor 50 Jahren. Aber alle anderen Länder sind dramatisch in der Ausweitung begriffen. Ganz stark Frankreich, Deutschland ist relativ nah dann dabei, Spanien ebenfalls eine große Bedeutung fleischhaltiger Nahrung. Das ist jetzt nicht nur Fleisch, sondern tierhaltige Nahrungsmittel, dazu gehören auch alle Milchprodukte, also Joghurt, Käse und so weiter, das ist alles mit dabei. Und worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist das hier, China. China war Anfang der 60er Jahre unter Mao Zedong ein extrem armes Land, da sind noch Millionen von Menschen verhungert in diesem Land. Tierhaltige Nahrung unter 5%. Schauen Sie sich an, was in China passiert ist. Seit 1978 haben wir dramatische Wirtschaftsreformen in diesem Land und ausgesprochen dynamische Wirtschaftsentwicklung. China ist, was den Anteil tierhaltiger Nahrung anbelangt, praktisch auf mitteleuropäischem Niveau angelangt. Das bleibt aber nicht ohne Folgen für die Preise für Agrarrohstoffe. Denn wenn wir ein Land haben wie China, sehr bevölkerungsreich, wo die Menschen ihre Diät umstellen, also von vegetarischer Diät, armutsbedingt, weil die Leute zu arm waren, um sich Fleisch überhaupt leisten zu können und jetzt durch das Einkommen, das gestiegen ist, ihre Diät wechseln auf tierhaltige Nahrung, dann haben wir etwa den Faktor 1 zu 10. Um also eine Kalorie zu bekommen, brauche ich jetzt das 8-fache bis 10-fache an Agrarrohstoffen, weil ja erst die Tiere gefüttert werden müssen. Das ist der Hintergrund. Wir haben also einen strukturellen Trend steigender Nachfrage nach Agrarrohstoffen. Ja, bitte. Was könnte kurz definieren Agrarrohstoffe? Ja, das ist Soja, Weizen, also alles das, was auf dem Feld angebaut wird, was hinterher gebraucht wird, um Lebensmittel zu produzieren. Aber auch Futtermittel für Tiere, also indirekt. Ja? Gut. Also nochmal, Weizen, Reis, Soja, das sind die wichtigen Dinge. Nun haben wir in Deutschland eine sehr ambitionierte Energiewende ausgerufen und dazu gehört auch, dass wir die Produktion von Biokraftstoffen subventionieren. Das machen wir schon seit längerer Zeit. Wir haben genau im Vorfeld dieser Preiskrisen 2008 damit angefangen, das in größerem Stil zu machen, nämlich so 2004, 2005. Und das führt zu einer Nutzungskonkurrenz, denn ich kann einen Agrarrohstoff nur einmal verwenden. Entweder produziere ich daraus Energie oder aber ich produziere daraus Lebensmittel. Wir bekommen also das, was man in der Öffentlichkeit als Tank- oder Tellerkonkurrenz bekommt oder einige sagen auch Tank-Teller-Trog-Konkurrenz wegen des steigenden Futtermittelbedarfs. Das ist ebenfalls ein strukturell wichtiger Faktor. Sie sehen das daran in Deutschland. Ist das keine Petitesse mehr, das sind keine kleinen Mengen mehr, sondern das sind riesige Mengen. 16% der gesamten Agrarfläche in Deutschland wird bereits für Energiepflanzen verwendet.
Ja, das ist also Raps für Biodiesel und Mais für Biogasnutzung. Das sind zwei Agrarrohstoffe, die ich eben nicht genannt habe, die gehören mit dazu. Ja? So, also auch hier ein Trend, der wichtig ist. Dann, meine Damen und Herren, etwas, was ich selber nicht wusste, obwohl ich habilitierter Volkswirt bin, wie wichtig die Lagerhaltung für die Erklärung von Preisen von Agrarrohstoffen ist. Ich habe Ihnen hier aufgemalt eine Nachfragekurve. Also hier steht der Preis, hier ist die Menge und das ist so eine fallende Kurve, heißt ganz einfach, wenn der Preis sinkt, steigt die Nachfrage. Das kennen Sie. Diese Nachfrage für Agrarrohstoffe bzw. für Lebensmittel hat aber eine Besonderheit. Die hat einen flach verlaufenden Teil und die hat einen steil verlaufenden Teil. Und der flach verlaufende Teil, das ist der, wenn die Lagerhaltung großzügig gemacht worden ist, wenn also die Läger voll sind. Was passiert dann, wenn wir eine lokale Missernte haben und durch die Missernte gibt es einen Angebotsrückgang? Dann passiert fast nichts, weil das Lager diesen Effekt abpuffert. Das Lager hat eine Pufferfunktion. Es ist so eine Art Versicherung gegen Schocks. Und das sehen Sie hier an dem schwarzen Pfeil. Also eine lokale Missernte, die ein bisschen dazu führt, dass wir weniger verfügbares Angebot haben, die macht hier so einen kleinen Preishüpfer, den wir alle gar nicht merken. Aber was passiert, wenn der gleiche Angebotsschock, also die gleiche Missernte, dann eintritt, wenn die Läger leer sind? Dann passiert, dass der gleiche Schock auf einmal einen ganz stark überproportionalen Effekt hat auf die Preise. Die Preise explodieren. Warum ist das so? Das ist so, weil wir alle so gerne essen. Und weil wir uns vom Essen nur dann abhalten lassen, wenn es wirklich teuer wird. Ja, deswegen sind ganz starke Preissteigerungen nötig, um uns einen Anreiz zu geben, weniger von diesen knapp gewordenen Gütern zu nutzen. Und das ist etwas, was insbesondere Menschen in armen Ländern in arge und sogar existenzielle Schwierigkeiten bringen kann. Ja, deswegen ist das hier so eine ganz große Problematik. So, und jetzt will ich Ihnen zeigen, das ist die Theorie, wie sieht die Praxis aus? Ich habe Ihnen hier mitgebracht für Mais eine relativ lange Zeitreihe, die letzten 50 Jahre, und Sie sehen hier schwarz eine Kurve und Sie sehen eine orangene Kurve. Und jetzt muss ich noch eben eine Information nachschieben. Das, was wir 2008 und 2011 gesehen haben in Nordafrika, ist etwas, was der gebildete Mitteleuropäer aus seiner eigenen Geschichte kennt. Wenn Sie sich mal kurz erinnern, 1789, Französische Revolution. Das Pariser Stadtproletariat hat gegen die hohen Brotpreise damals protestiert. Oder ein paar Jahre später, 1848, die große Freiheitsbewegung auf dem europäischen Kontinent, das waren Hungerproteste des Berliner, Wiener und so weiter Stadtproletariats gegen steigende Preise. So, jetzt muss ich Ihnen noch erklären, warum habe ich hier zwei Kurven. Das Orangen ist die weltweite Lagerhaltung für Mais und das Schwarze ist die weltweite Lagerhaltung, wo China herausgerechnet wird. Warum rechnen die Ökonomen China heraus? Kurze Antwort auf diese Frage, weil die chinesische Regierung sich mit europäischer Geschichte gut auskennt. Die möchten als kommunistische Partei möglichst lange im Amt bleiben und nicht allein schon deswegen rausfliegen, weil die Agrarpreise in China steigen. Deswegen kauft die chinesische Regierung systematisch auf den Weltmärkten Agrarrohstoffe, um die eigene Bevölkerung gegen diese steigenden Preise abzuschotten. Und das ist ein politischer Kalkül und das bedeutet, wenn die Preise fallen, dann verkaufen die das nicht wieder, sondern was einmal in China eingelagert ist, das ist dort eingelagert und das wird dem Weltmarkt entzogen. Deswegen rechnen wir das immer heraus. Und dann ist die schwarze Kurve die, die wirklich relevant ist. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Ich weiß nicht, ob Sie das von ganz hinten sehen können. Hier gibt es einen grauen Balken, 1972, 75. Das merken Sie sich bitte, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann gibt es Mitte der 90er Jahre einen grauen Balken und das hier sind die beiden Krisen 2008, 2011. Und Sie sehen immer, wenn diese schwarze Kurve relativ niedrig ist, was passiert? Das fällt mit dem grauen Balken zusammen. Der graue Balken markiert eine Zeit stark steigender, explosiv steigender Preise. Das ist genau der praktische Beleg für die theoretische Vermutung. Immer dann, wenn das Lagerhaltungsniveau niedrig ist,
kann es zu starken Preissteigerungen kommen, wenn wir Missernten haben. Und das ist hier in allen vier Perioden der Fall gewesen. Und das gilt interessanterweise nicht nur für Mais, sondern das gilt in gleicher Weise auch für Weizen. Ebenfalls für die letzten 50 Jahre, China immer rausgerechnet. Und dann sehen Sie hier niedrige Lagerhaltungsbestände, ja, das Minimum dieser Kurven, und das fällt mit den starken Preisanstiegen zusammen. Ein ganz starker empirischer Beleg, dass es hier um reale Knappheiten geht, die Preisänderungen verursacht haben. So, meine Damen und Herren, und dann gibt es noch einen Faktor, der ist ganz wichtig, und interessanterweise werden Sie darüber in der Zeitung so gut wie nichts gelesen haben. Die starken Preissteigerungen für die Agrarrohstoffe werden als Marktversagen oft thematisiert. Und in Wirklichkeit ist das hier ein Marktversagen, für das die Politik verantwortlich ist. Was ist nämlich passiert? In Zeiten, wenn die Preise steigen, die Preise anziehen, sind viele Länder hingegangen und haben gesagt, dann wollen wir doch die Lebensmittel, die wir vorher in andere Länder exportiert haben, lieber im eigenen Land lassen, damit die Bevölkerung keine Not leiden muss. Das hört sich zunächst mal sehr gut an, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass große Exportländer, gerade wenn die Krise im Anzug ist, ihr Angebot zurücknehmen. Indien als der größte Exporteur von Reis hat auf dem Höhepunkt der Krise ein Exportverbot für Reis erlassen. Das treibt den Preis natürlich dramatisch in die Höhe. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wie haben große Importländer darauf reagiert? Meine Damen und Herren, die haben mit Panik reagiert, nicht mit ökonomischer Vernunft. Länder, die vorher üblicherweise für 3 Monate ins Vorhinein Lager gebildet haben, aufgekauft haben, haben gesagt, oh, es könnte eine Krise kommen, lass uns mal für die nächsten 6 Monate sofort kaufen. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. In der Krise gehen Länder aufgrund politischer Entscheidungen hin und verknappen jetzt künstlich, indem sie das Angebot zurücknehmen und gleichzeitig die Importländer ihre Nachfrage ausdehnen. Das hat zu diesen immensen Preissprüngen beigetragen. Empirische Schätzungen sagen, dass allein für Reis diese Preissteigerungen, die dramatisch waren, zur Hälfte, etwa 45%, nur allein auf diese politische Fehlreaktion von Exportländern und Importländern zurückzuführen ist. Das sind die realwirtschaftlichen Ursachen für diese Krisenphänomene. Ich fasse zusammen. Wenn wir alles zusammennehmen, was in der ökonomischen Forschung hier untersucht worden ist, dann kommen wir zu folgenden Punkten. Wir hatten, wenn Sie sich erinnern, makroökonomische Schocks, Lehman-Pleite, das ist etwas, was zeitlich genau damit auch noch zusammenfällt. Das heißt, Sie haben extrem starke Wechselkurseffekte, Zinseffekte, große Erwartungen, die sich hin und her verschieben. Das passt, das ist alles überlagert mit dieser Krise. Sie haben lokale Missernten. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern. Wir hatten in den USA Jahrhundertüberschwemmungen. Der Mississippi hat sein Bett verlassen. Wir hatten in Australien Jahrhundertdürren. Wir hatten in Russland Waldbrände, aber nicht nur Waldbrände, sondern es sind ganz viele Ackerflächen verbrannt. Also wir hatten dramatische Wetterereignisse, die dazu geführt haben, dass wir lokale Missernten hatten. Und das heißt Angebotsreduktion in Zeiten, wo wir durch die steigende Nachfrage niedrige Lagerbestände hatten. Und das erklärt die Preisänderung. Ich drücke mal selber auf das X hier. Das sollte mir gelingen. Ja, das hat jetzt nicht so geklappt auf den ersten Anlauf, aber dann machen wir es mal auf den zweiten. So. Also ich fasse zusammen, wir haben hier steigende Nachfrage durch anhaltendes Wachstum der Schwellenländer. Das ist bereits so, dass seit 2002 die Nachfrage global größer war als das Angebot, und das hat sich nicht nur in steigenden Preisen, sondern in sinkenden Lagermengen niedergeschlagen. Ganz wichtiger Punkt. Zweitens, wir hatten die Ausweitung der Subventionierung von Biokraftstoffen in Europa und in den USA, und wir haben diese Art von Politikversagen, über die Sie, was ich einen richtigen Skandal finde, in der Zeitung wahrscheinlich nichts gelesen haben. So, meine Damen und Herren, damit ist der erste Punkt abgeschlossen. Die Agrarökonomen sind der Meinung, sie können wunderbar gut erklären, warum wir diese Preisspitzen hatten. Die sind realwirtschaftlich verursacht. Jetzt zeige ich Ihnen, was wir
zum Stand der Forschung zusammengetragen haben über die Finanzspekulation.